Ja, das ist Elysium, wie es majestätisch über die Ponia thront. Elysium startet in Richtung Utopia. Das bin ich zusammen mit Goal of Elysium. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Ja, ich würde sagen, sieht doch schon sehr nach Elysium aus, wie es majestätisch über die Ponia thront. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Ja, bitte doch. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ganz klar ein niedliches Vöglein. Eine bezaubernde Funkelelfe. Ein wunderschöner Schmetterling. Ja, definitiv, oder? Eine bezaubernde Funkelelfe. Bitte was? Na, eine Funkelelfe, wie im Märchen. Aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur, die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden Richtig. eine Funkelelfe nicht mal erkennen, wenn sie ihnen in den Hintern stiege. Ja. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Ja. Was erkennen Sie hierauf? Hermes! Hermes! Verdammt! Schade, das wäre zu cool gewesen. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Ich sehe einen großen Helden. Mich! Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite Mann des Jahres. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Bitte bleiben Sie ernst, hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Nein. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Ja. Na gut. Bringen wir es hinter uns. Können Sie mich da einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Das wollte ich Sie vorher noch fragen. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Ja. Ach, kommen Sie, geben Sie mir noch ein paar Muntermacherchen auf den Weg. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Okay, wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Ja. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Ja, dann sagen wir mal, das bin ich zusammen mit Goal auf Elysium. Das bin ich. Zusammen mit Goal auf Elysium. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Gut, also da kann man wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Was erkennen Sie hierauf? Naja, ein wunderhübscher Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. Machen wir einfach weiter. Was Ja. erkennen Sie hierauf? Einen sehr großen Helden. Ich sehe einen großen Helden. Mich. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie.
Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Ja, den Ratschlag werde ich... Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Gut, Männliche Aushilfskraft gesucht. Na, da kann die lange suchen. Ich bin mir fast sicher, dass wir das dem lieben Barry geben müssen. So, aber sonst gibt's hier nichts mehr. Da müssen wir wohl vorher noch ein paar Drogen, ein bisschen LSD einschmeißen, bevor wir dann nochmal zur Therapie kommen können, um da dann die besseren Angebote oder die besseren Antworten rauszuholen. So, Angebote, weil ich das Werbeschild gesehen habe. Wie komme ich auf Angebote? Moos-therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Wow, hallo Mo. Ein sympathischer, dynamischer Typ mit offenem Lächeln. Sehr vertrauenerweckend. Auf jeden Fall. Was wäre ich nur ohne meine herausragende Menschenkenntnis? Ja. Willkommen in Morbid Moes Strickparadies. Hallo. Huhu. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha, ein Mann mit Galgenhumor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich, tun Sie das. Und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Ja, da haben wir diese Probeexemplare. Samtig, das schmeichelt dem Hals. Und hier drüben? Samtig, das schmeichelt dem Hals. Was sonst? 2 Stricke zum Preis von einem. Ja. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. PS? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Ja, genau. Das stand im Brief. Das wollte ich nur noch mal in Erinnerung rufen. Gut, da können wir jetzt noch nicht viel machen. Genau, da geht's dann zum Strickladen. Jetzt würde ich ganz kurz noch mal zur Trümmersiedlung und zur Casa Boso gehen. Mal versuchen, den Brief hier an die Mama Boso abzugeben. Geht denn das? Post für Witwe Boso. Hier wohnt keine Witwe Boso. Was wollen wir wetten? Okay. Ganz hey, schlechtes wo bleibt Publikum. Der Applaus? Das war ein Brüller. Ganz Was schlechtes steht in dem Brief, Rufus? Sag ich nicht. Ich will das Gelächter zurück. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Ich will ja nicht die Stimmung verderben. Okay, gut. Briefträger. Komischer Kauz. Gut, dann geht's hier zur Therapiepraxis, zum Strickladen. Und dann bleibt nur noch der Weg Richtung Rebellenlager. Nachdem wir den Rest ja irgendwie... Außer wir können mit Barry irgendwie quatschen. Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Hey! Da ist jemand an der Tür! Ach, Ruf, ich hab... Ja, das wäre super für mich. Weißt du was? Wow. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst ein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön! Bin sofort wieder da. Ich habe nichts gedrückt. Das war ein Fehler vom Spiel. Es tut mir aufrichtig leid. Ich habe selber nichts mitgekriegt. Und? Hast du schon ein Motiv gefunden? 1000D. Aber es soll ja auch was daher machen. Da sollte man nichts überstürzen. Okay. Fingerfokus. Ach, stimmt ja. Ich brauche noch ein geeignetes Motiv für eine Heldentat. Immer diese Subquests. Okay.
Wir müssen anscheinend irgendein Heldenmotiv finden, in dem uns Barry fotografieren kann. Chefredakteur. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Okay, das war jetzt irgendwie dämlich, dass ich das überhaupt nicht mitgekriegt habe. Setzkasten. Irk, wie in... Irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Was? Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Coverstory ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Ja. Bleisatz Irk. Irk, wie in... Irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Genau. Okay, das ist... Wow. Wow, wir werden da schon... Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Irgendwie... ein cooles Motiv finden. Haben wir sonst noch was? Hier, den Barry... Druckerschwärze. Ich sehe schwarz. Für den Organon. Ja. Danke. Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. So ein Erge. So ein Erge. So sieht's nämlich aus. Irgendwas muss ich doch damit anstellen können. Aber was? Okay. Zum Stadtkern. Ah, da ging's auch noch rein. Okay. Ich dachte mir schon. Können wir denn mit dem Chefredakteur... Nein, können wir nicht reden. Das habe ich schon ausprobiert. Aber gibt es drüben noch irgendwas, was wir aufnehmen können? Der obligatorische Blick mit der Hotspot-Funktion. Aha, ein Flyer. Den habe ich übersehen. Siehe da. Und Papier. Den habe ich auch übersehen. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Zumindest nicht auf diesem Blatt Papier. Ja, richtig. Denn hier kommt ein Irk drauf. Würde ich Irko heißen? So. Ja, so ein Erge. So, jetzt haben wir auch Papier. Das können wir bestimmt schwärzen. Das geht halt wirklich. Geschwärztes Papier. Das geht halt wirklich. Würde ich irr so? Ja. Ja. Das war jetzt so eigentlich nur random ausprobiert. Ja. So. Ah, wie ich sehe, interessieren Sie sich für unseren Flyer. Und wie? Ausgezeichnet. Sie finden darin alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten. Auf der Rückseite ist sogar eine kleine Vorschau auf die kommende Wintermode. Wenn Sie anfällig für Winterdepressionen sind, sollten Sie lieber gleich zuschlagen. Was? Gerade zwischen den Feiertagen sind viele Modelle vergriffen. Was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer... Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Flyer, alles klar. Moostherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Guckt sich das einer an. In der kommenden Saison trägt man den Knoten offenbar wieder links. Das ist natürlich ganz wichtig, dass... Ja. Okay, dann aber jetzt ab Richtung Rebellenlager. Ah, das sehe ich ja schon. Sergeant Bambi und Private Lottie. Ach, die Lottie! Sag bloß, Tor zum Rebellenlager. Zum Stadtteilkern. Obere Aufstiegsstation. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Antenne. Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Ja, dann mach mal stabil, Rufus. Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Upsi. Antennengabel. Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen?